über 100 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Alle sollen ihn fürchten, doch er selbst soll niemanden fürchten. Codex Astartes aus den Lehren des Robot Gilliman. Wann auch immer der Tag in Finsternis gehüllt ist und der Sieg in Frage steht, sollst du nicht bei der Maschine nach Hilfe suchen, sondern bei deinen Brüdern. Die Maschine kann dir nur dann den Sieg bringen, wenn du ihr zeigst, wie sie ihn erreichen kann. Deine Brüder jedoch werden auf das leiseste Wort vor dir hin durch das Feuer und die schrecklichsten aller Gemetzel gehen und dir den Sieg bringen, einfach weil du sie darum gebeten hast. Codex Astartes aus den Lehren des Robot Gilliman. Aufbewahrt in der Apokryphia von Skaros. Und so steht ihr vor der Höhle, die ihr entdeckt habt. Vor ungefähr 10 Minuten ist die Sinsal Ketre Feuerpirscherin nach unten gestiegen, hat sich neben Heidal, der orangen Quarantänewache, aufgestellt und dann mit euch gemeinsam ein weiteres letztes Mal die Höhle begangen vom dunklen Mechanikum. Ihr konntet ihr erzählen, was ihr gefunden habt und leicht erklären, zumindest versuchen zu erklären, was das alles zu bedeuten hat. Die Kristalle, die Dekavan-Kristalle, sollen wohl abgebaut worden sein und dann, tja, mit ihren Maschinen dort verwahrt und verstaut worden sein. Die Gier hat sie hierhin getrieben. Laut euren Beobachtungen gab es wohl auch einen Patriarchen oder einen Simpiarchen, den sie mitgebracht haben, um für Ablenkung zu sorgen, damit sie mit ihren eigenen, ja, Bohrmaschinen dort unten werkeln konnten. Was dann allerdings etwas außer Kontrolle geriet und einen Liktor anzog, woraufhin auch das dunkle Mechanikum verging. Die Sinsar nickt immer mal wieder, aber ihr könnt auch erkennen, dass sie nicht alles verstanden hat, was ihr ihr erzählt habt. Und wird dann wieder nach draußen treten, frische Luft schnappen, blickt auf die zerstörten Hütten, die ihr mit eurem Flammenwerfer gereinigt habt und blickt auf das rauschende Wasser, was vor euch in die verschiedenen Richtungen fließt. Also gut, ihr habt uns und dem Kaela einen weiteren großen Dienst erwiesen. Binnen weniger Stunden habt ihr nicht nur den Diablodon bezwungen, sondern auch dieses Dorf von der Quarantäne befreit, nachdem es seit 20 Jahren uns nicht möglich war. Ich werde selbstverständlich dem Kaele berichten, was sich hier zugetragen hat. Wir sind hier noch nicht fertig. Gefahr hat sich seit Jahren auf diesem Planeten eingenistet, wie ein Geschwür, das herausgeschnitten werden muss. Doch wir werden es ins Licht führen. Wir sind uns sicher, dass hier etwas die Quarantäne verlassen hat. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass ihr erst einmal mit nun zurück nach Heilstand kommt, damit ich zumindest dem Kaele berichten kann und danach reden wir über alles Weitere. Die erste Schlacht ist geschlagen, jetzt beginnt der lange Krieg. Also gut. Kann euer Donnervogel hier landen und wir setzen die 150 Klom wieder zurück, oder müssen wir auf einem Terratrix reiten? Wir werden wieder auf unserem Thunderhawk zurückfliegen. Der Thunderhawk braucht nur eine große Fläche, auf der er bequem landen kann.
Also gut, dann werde ich euch ein weiteres Mal mit diesem Donnervogel begleiten. Naja, ich vermute, die abgebrannten Überreste des Dorfes sollten eine ausgezeichnete Landebahn bilden. Ich glaube, da brennt es noch ein bisschen zu sehr. Ja, also ihr werdet auf alle Fälle eine Fläche, vor allem im Norden, finden, so ein bisschen direkt an den Steinen dran, also ein bisschen nördlich der Agrak-Stelle, da werdet ihr sicherlich genug Platz haben, auch für den Thunderhawk, sodass er dann langsam runtersteigen kann. Da muss er ja keine Sturmlandung machen, sondern kann sich da dann die Zeit lassen, die er braucht. Also gut, das ist, glaube ich, 26 Meter lang, so ein Thunderhawk. Ist das so? Ja, reicht. Also 50 Schritt, wenn ihr die bis zu den Bäumen, wenn er dann ja, von direkt ja oben... Ja, sowieso alles abgefackelt. Und wenn er dann direkt von senkrecht nach oben runtersteigt, dann sollte das da oben im Norden kein Problem sein. Ich habe noch eine Frage bezüglich der Höhle. Ist die jetzt eigentlich komplett gesäubert oder besteht die einfach weiterhin und die Toten liegen da jetzt einfach weiter rum, die Mechanikum-Toten? Also das ist natürlich jetzt keine Aufgabe für die Deathwatch, das ist eine Aufgabe dann für die Inquisition, für irgendwelche Akoluten, die dann nach unten geschickt werden. Ihr könnt die jetzt natürlich verbrennen, wenn ihr wollt. Das ist auch, nachdem reichlich Promethium dann auch in den Tank von Ifrit nachgetankt wurde, ist das auch kein Problem. Könntet ihr dann jetzt auch tun? Die Dekavan-Kristalle sollte man eventuell vorher bergen. Die sind dann halt in diesem großen Behältnis. Die sind halt auch für euer Mechanikum von höchstem Interesse. Deswegen soll ja dieser Planet kolonisiert werden. Aber das ist tatsächlich dann eher Sachen für die Inquisition. Die räumen dann hinter euch auf. Ich würde sagen, wir versiegeln die Höhle mit großen Steinen, geben dann die Koordinaten weiter und dann kümmern die sich darum. Naja, hervorragender Vorschlag, Gabriel. Genau so machen wir es. Sehr guter Vorschlag. Dem stimme ich zu. Und dann sollten wir auch das Loch oben an der Decke schließen. Ja, hast du sehr gut gesehen. Von oben sind dann die ersten Landekapseln durch den Stein hindurchgebrochen oder durchgebohrt. Das sind ja keine Drop-Pods wie bei euch, sondern die werden ja irgendwelche Bohrmaschinen benutzt haben oder ja, Industrielaser oder Melter, die sich dann durch den Stein geschnitten haben. Aber ja, mit einer eigenen Meltergranate könntet ihr das dann... also eine Fragmentgranate wird nicht reichen. Aber habt ihr eine Meltergranate dabei? Nur Sprenggranaten? Nee, Sprenggranaten. Nur die Standardausrüstung. Ja. Ja, dann müsstet ihr, könntet ihr nach oben klettern. Beziehungsweise Tordal kann ja mit seinem Sprungmodul gemeinsam mit Cry nach oben springen. Könntet dann verschiedene Steine so positionieren, dass auch von oben keiner mehr reinkommt. Beziehungsweise rauskommt. Ich habe mir einen neuen Skill gekauft, Demolition. Ich möchte jetzt nicht drauf würfeln, aber ja, schön, dass er Anwendung findet. Muss doch nicht. Ja, ungefähr 15 Minuten später wird der Thunderhawk mit euren Piloten landen. Euer Freihändler ist ja auch immer noch an Bord. Der hatte das Ganze aus der Entfernung betrachtet. Er hatte euch dann, wenn er dann runtergeht, applaudiert er euch in seinem höfischen Freihändler auftreten. Und bittet euch dann galant nach innen in den Thunderhawk. Natürlich auch gespielt mit einer gewissen Ironie. Freihändler meinen ja natürlich nie irgendwas ernst, was sie meinen. So könnt ihr dann ins Innere treten und wieder abheben. Ich sag auf internen Helmfunk zu meinen Brüdern, informiert den Freihändler am besten nicht über die gefundenen Kristalle in der Höhle. Wir wollen, dass sie noch nachher, wenn die Inquisition ist, da sind. Guter Punkt. Guter Einwand. Meine Brüder, ich habe noch eine ganz andere Befürchtung. Ich habe die Befürchtung, dass die Regierung von Rylos unterwandert sein könnte. Von einem oder mehreren dieser Symbionten. Die werden ja 20 Jahre lang nicht untätig gewesen sein. Das könnte sein, aber wir haben jetzt die beste Position. Dunkelklinge hat uns angeboten, auch Sitze im Rat zu bekommen, nachdem wir das Diablodon erlegt haben. Und ja, dort, haben wir schon. Ja, genau. Und da könnten wir ja mal die anderen Ratsmitglieder ein bisschen anschnüffeln lassen von unserem Bruder Tordal. Guter Einwand. Können wir nicht. In großen Stil mit einem Ausspeck-Scan. Wir haben
Aurana-Scan. Das können wir durchaus, doch was soll uns der Ausblick-Scan zeigen, außer dass die Aurana dort sind, wo sie gerade stehen? Außerdem könnte es durchaus wieder etwas Vertrauen verlieren, wenn wir uns vor ihn stellen. Problem ist, dass ein Auspex nur zeigt, wo etwas ist, nicht was es ist. Abgesehen von der Größe des Signals. Wir um einen vielfach höheren Geruchrezeptoren unseres Wolfes werden wohl deutlich ausschlaggebender sein, als ein Auspex es sein könnte. Was mir zeitgleich einfällt, ist, dass wir bisher noch nie die Gelegenheit hatten, einen dieser Symbionten zu verhören. Vielleicht kriegen wir was aus ihm raus. Was soll er uns sagen? Ich glaube kaum, dass er uns ihm mehr sagen wird, als er bis jetzt getan hat. Wir wissen fast nichts über diese Xenowesen. Die meisten Berichte und Unterlagen, Informationen, auf die wir uns stützen können, kommen auch aus unseren eigenen Forschungen. Es wäre sicher gut, diese auszuweiten. Zumindest, dass wir es probiert hätten. Aber die ein oder andere Lösung, die sicher jeden Menschen als auch den ein oder anderen Astartes zum Reden bringen würde. Ich würde mich nur allzu sehr freuen, es an einem Xenowesen ausprobieren zu können. Naja, wenn sich die Gelegenheit bieten sollte, können wir es ja gerne versuchen. Ich befürchte nur, das Wesen wird sie nicht einfach so ergeben. Ich finde das auch eine gute Idee. Informationen über den Feind zu finden, ist eine der ständigen Primäraufgaben der Deathwatch. Dann versuchen wir einfach, sollte einer dieser Ratsmitglieder, einer der Symbioten sein, ihn leben zu fangen. Ja, wir sollten auch mal auf dem Rückflug vielleicht nochmal Kontakt zum Raumschiff aufnehmen und Bericht erstatten. Vielleicht hat der Watch Captain Brand auch eine Meinung dazu, wie wir die verbliebenen Symbionten finden. Wir müssen auf jeden Fall mit ihm über den Mechanikus sprechen, den wir hier gefunden haben. Wir sollen ihm einfach alles erzählen. Aber unseren Fund müssen wir auf jeden Fall, Deathwatch-Codes verwenden, nicht dass jemand mithört. Auf jeden Fall. Dann gib mir mal einen Wurf auf Tech-Gebrauch und wenn ihr habt, Geheimsprache. Oh, ich habe beides. Sehr gut, dann also Geheimsprache, ich weiß nicht, ob die anderen das auch haben, aber meinst du darfst wahrscheinlich Geheimzeichen. Ich hier anbieten Ordensrunen, Xenox-Zeichen, Deathwatch oder Inquisition. Deathwatch, bitte. Alles klar. Also es gibt ja im Prinzip die Sprache und es gibt die Zeichen, gibt es beides, aber ich lasse das jetzt einfach mal so zu, dass du auch mal deine Sprache Zeichen... gibt es auch. Ja, die habe ich nicht. Geheimsprache. Ist okay. Würfel einfach auf Geheimzeichen, das ist Intelligenz. Plus dann deinen Bonus, falls du einen haben solltest. Habe ich nicht, aber das ist so mit zwei Erfolgen geschafft. Mhm. Und den Tech-Gebrauch, entweder du oder der Salamander oder wer auch immer es hat? Ja, habe ich jetzt einfach mal gewürfelt. Sonst darf das auch irgendwer anders übernehmen, während ich schaue, ob das überhaupt geschafft ist. Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich kann das gerne machen. Ihr könnt euch auch gegenseitig unterstützen, ne? Dann sinkt meistens der Mindestwurf. Ja, das klingt auch gut, weil ich hätte es um 3 Punkte nicht geschafft. 3 Punkte nur? Um 98, nicht, ja. Da will ich jetzt aber einen Schicksalspunkt für haben. Ah, den kriegst du auch. Dann nochmal. Mach. 100. Macht ja unser Kommunikationsmodul hier noch kaputt. Ja, das ist geschafft. Ja, wollte ich gerade sagen. Der will nur irgendwas zum Reparieren finden, ne? Natürlich. Ja, dann könnt ihr euch gemeinsam hinten in eurem Thunderhawk hinten an die Vox-Kommunikation machen. Das stellt dann in verschiedenen Reglern ein und stellt den Transmitter dann eben von Binärcode, also mehrfach verschlüsselt, dann eben auf die Geheimzeichen um, sodass die Übertragung an den Watch Captain Brand nur dort dann eben verschlüsselt, entschlüsselt werden kann. Hier spricht Watch Captain Brand. Exterminator-Team.
Meldung an den Watch-Captain machen, möchte ich den Freihändler in ein Gespräch vertiefen, sodass der auf keinen Fall irgendwas mitkriegt. Mhm. Ja, so gut. Kannst du machen. Da gab es bei Warhammer Fantasy gab es dann tolles... Blather gibt es auch hier. Gibt es Redeschwall, das? Ne? Redeschwall, ja. Gibt es das? Gut, das kriege ich auch so. Ach, ja, Charisma. Richtig, stimmt, tatsächlich. Der Redeschwall, Charisma. Aber als Ultramarine, ich gebe dir sogar eine plus 10. Immerhin können die Ultramarines. Ist das ein Basistalent? Ich glaube, ich kann das. Ja, ist ja, ein ist Basistalent. Es ist ein Basis. Bei Redeschwall, ja. Einfach auf Charisma. Ultramarines sind da ja schon mit Menschen gewöhnt. Oh nee, es ist kein Basistalent, es ist einfach nur eingetragen. Sonst wäre da ein Haken drin, irgendein passt Kästchen ausgegraut. 21 reicht. Ja, das ja. Reicht bei mir. Ja. So, du kannst ihn ablenken, bis dann dem Knacken vom Vox in eurem, in euer aller Helmvox ertönt. Hier ist Watch Captain Brand. Ja, Tordal willst du Bericht erstatten? Hier ist Tordal. Wir wollten einen im Bericht der letzten Mission beteilen. Wir sind auf Symbionten gestoßen. Wie zu befürchten war. Ein ganzes Dorf, ca. 150 Seelen. War infiziert. 150, eine große Zahl. Über 20 Jahre hinweg. Genau. Die Primarchin oder den Primarch haben wir nicht gefunden. Wir vermuten, er ist außerhalb unterwegs und werden ihn, nachdem wir zurück nach Heistadt geflogen sind, aufspüren und vernichten. Es muss auf dem Planeten, wenn es Symbionten gibt, auch einen Symbiarchen geben. Aber ihr könnt keinen ganzen Planeten absuchen. Sorgt dafür, dass das Imperium den Planeten betreten kann. Das werden wir tun. Wir werden unsere zahlreichen anderen Xenos-Jäger aussenden. Die Inquisitoren haben eine ganze Menge von ihnen in diesem Arm. Sie werden dann den Rest von Aurum durchkämmen. Des Weiteren haben wir eine Höhle gefunden, die vom Dark Mechanicus besiedelt wurde und die dort Kristalle abgebaut haben. Sie sind also auch an den Dekavan-Kristallen interessiert? In der Tat. Bedauerlich. Diese befinden sich auch dort noch in einem großen Container, abflugbereit. Wir haben die Höhle versiegelt, sodass die Inquisition den Ort säubern und die Reste mitnehmen kann. Ebenfalls scheint der dunkle Mechanikus irgendwas mit der Tyranideninfestion auf diesem Planeten zu tun zu haben. Wir vermuten, sie haben den Primarchen selbst auf diesen Planeten gebracht. Zumindest vermutet dies eine Stasiskammer, die wir in der besagten Höhle entdeckt haben. Die Spuren deuteten definitiv darauf hin, dass es ein Primarch oder etwas dergleichen sich da drin befand. Übertragt mir Teile eurer Helmaufzeichnung. Schon erledigt. Mhm. Du hörst wohl, wie es kurz rauscht, dann kannst du deine eigenen Stimmen hören, wenn du blechern durch das Vox irgendwo in der Aufzeichnung umherschreitest, dich unterhältst, wie du die Quarantänewache bedrohst, all das, was dann eben auf den Helmaufzeichnungen zu hören ist. Und nach einer gefühlten Ewigkeit hört das Rauschen auf und ihr könnt den Watch-Captain wieder brummeln hören. Ausgezeichnete Arbeit, aber das ist eine Komplikation. Wie dem auch sei. Schließt die Verhandlungen mit dem Anführer des Planeten ab, sorgt dafür, dass das Imperium anlanden kann und wir werden den Rest übernehmen. Die Zeit drängt, Brüder. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir haben eine Notfallübertragung von Eloises bekommen. Verstanden. Wir werden unser Primärziel erfüllen, so der Imperator es will. Ich gebe euch 24 Stunden. Brand out. Naja, dann, Brüder, sollten wir uns wirklich beeilen. In der Tat. Das heißt, wir müssen sofort
Kaelo und dem Rat sprechen. Ja, ihr solltet bei dieser Gelegenheit direkt nach Symbionten suchen. Ja, während eures Rückfluges ist auch die Sonne untergegangen. Ihr könnt in der trockenen Abendluft erkennen, wie ihr ja durch den Thunderhawk dann die schimmernde goldene Atmosphäre aufwirbelt, noch in kräftigen roten Streifen in dem warmen Orange dann zurücklasst. Und auch die Dekavan-Kristalle schwimmen überall in der Atmosphäre umher, wenn ihr dann durch den Himmel hindurch zieht. Ja, ihr kommt dann immer weiter in Richtung von Highstand und könnt unten wieder landen, sodass ihr dann nach einer halben Stunde des Aufweges wieder oben ankommt. Die Sensa wird euch einmal zunicken. Also gut, ich werde jetzt mit dem Kaelis sprechen und wenn ihr mögt, könnt ihr, sagen wir, in 30 Minuten dazukommen. Einverstanden. Wir werden bereitstehen. Also gut. Ja, dann führt sie euch wieder einmal vor die Residenz des Kaelis, verschwindet darin und ihr könnt erstmal warten. Möchtet ihr etwas tun, während ihr auf die Teratrix-Stelle blickt und den Auranern dabei zuseht, wie sie ihrem Handwerk nachgehen? Ich würde mich tatsächlich etwas mehr so auf die Gerüche und Sensoren meiner Natürlichkeit widmen und schauen, ob ich auch hier in der Stadt Spuren von Symbionten wahrnehme. Ich würde mich den Leuten nähern und mit denen reden, wie man sich so um so ein Viech kümmert. Du meinst den Diablodon, wie man den da zerlegt, oder was meinst du? Kleiner oder Dino? Oder die Teratrixe, ja, okay. Wie man sich um den kleinen Dino kümmert. Mhm. Und das kann man ja dann versuchen, ob das auch bei dem großen Dino funktioniert. Ja, also sie haben jetzt tatsächlich auch ein bisschen mehr Respekt für dich, als das im Vorfeld der Fall war. Würden dir dann auch zeigen, wie man einen Teratrix sattelt, wie man ihn dann reitet, wie man ihn wieder in die Box sperrt, wenn man ihn dann benutzt hat. Und sie führen dich dann noch einiger Zeit zu den Agrak-Stellen. Da kannst du dann auch gar nicht mehr so lange bleiben. Das sind dann ja die großen Transporttiere, einem Grox sehr ähnlich. Aber dann wirst tatsächlich auch die Zeit schon so weit vorangeschritten sein, dass du wieder zurück zu deinen Brüdern kehren müsstest. Aber sie sind tatsächlich sehr aufgeschlossen, dir dann ihre Welt zu zeigen. So, Tordal, darf mir mal einen Wurf auf Aufmerksamkeit geben. Das sieht sehr gut aus. Ja. Und du durchstreifst zumindest einen großen Teil von Highstand, bleibst auf dem Marktplatz stehen, schnüffelst hier, schnüffelst da. Der Diablodon ist nicht so sehr von Interesse, aber du kannst doch wieder vor dem ein oder anderen Händler stehen bleiben, der die Kralle eines Symbionten bei sich hatte, entweder verborgen unter der Kleidung oder aber in den hinteren Räumen und Kammern, wo sie dann von eventuell Heidal oder so etwas verkauft worden sind. Viele sind es nicht, aber den einen oder anderen Händler hattest du ja schon kennengelernt. Mhm. Es riecht aber hier nicht nach Genmanipulation, sondern also nur eben nach diesen abgeschlagenen Trophäen, die mal mehr oder mal weniger alt sind. Okay, also keine aktive Spur sozusagen in irgendeiner Form. Okay. Ja, würde ich mich halt in der halben Stunde damit beschäftigen und dann irgendwann zurück zur Residenz gehen. Genau. Ja, dann könnt ihr, wenn sonst nichts weiter ansteht, gemeinsam mit der Sensar in das nach oben wieder auf das Dach gebracht werden, wo ihr dann dem Abendhimmel entgegenschauen könnt, beziehungsweise auch eure eigenen Spur, die ihr vor vielleicht über einer Stunde bereits gezogen habt, die dort immer noch am Himmel steht und beweist, dass ihr als erstes imperiales Truppenmitglied dann hier eure Spuren hinterlassen habt. Ob diese Spur irgendwann vergehen wird, höchstwahrscheinlich, aber sie hält sich erstaunlicherweise sehr lange in der Luft. Er lächelt euch tatsächlich an. Ihr könnt aber auch sehen, dass seine Augen, trotz des Lächelns, sind sie trübsinnig oder freudlos. Also es ist so ein aufgesetztes Lächeln. Ich fühle mich beschämt. Ihr habt erreicht, was mein Volk nicht erreichen konnte und uns von dem Makel der Befleckung befreit. Alkedre bereitet eine Siegesfeier vor. Ich hoffe, ihr seid bereit, auch an dieser oranischen Tradition teilzunehmen. Wir fühlen uns geehrt. Ich fürchte, wir werden in den kommenden Jahren immer weniger von diesen Traditionen sehen, wenn es nach eurem Willen geht. Wo
wollt ihr noch immer von uns, dass wir uns euch anschließen, dass wir zu eurem Imperium zurückkehren nach all den langen Jahren? Es würde euch definitiv Schutz und Sicherheit geben. Die Tradition eures Volkes wird ihr fortführen. Die Tradition unseres Volkes. Ich habe bereits gesagt, dass ich eurem Priester zugehört habe. Und auch dem Freihändler, dem Brigadegeneral. Ich habe lange darüber nachgedacht. Wie wäre es mit einer anderen Option?